Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Konzeption, zu der heftigsten Konzeption bis jetzt. Dieses Video ist eigentlich, wenn man es so nimmt, das wichtigste Video, was jemals auf diesem Kanal hochgeladen wurde, bis jetzt. Deswegen bitte ich euch, falls ihr selbst nicht so der Typ seid für längere Videos, wo es eigentlich nur um bestimmte Verständnisse geht, um wo es um Bildung geht, wo es um jemanden geht, der mit einer Glatze einfach nur euch eine Stunde lang vollquatscht. Wenn ihr nicht der Typ für solche Videos seid, dann macht diesmal eine Ausnahme, glaubt mir. Ihr werdet das nicht bereuen. Das ist wirklich eine sehr komplexe und lehrreiche Konzeption, die euch sehr viel bringen wird. Was euch alles bringen wird, werde ich jetzt mal sagen. Jeder von euch hat diesen Kapitel der Geschichte bereits in der Schule gelernt. Aber leider aus einem falschen bzw. rudimentären Blickwinkel. Und deshalb garantiere ich euch einen Aha-Effekt nach dem Ende des Videos, weil ihr zum ersten Mal das meistgelernte geschichtliche Ereignis aus einem ganzen Blickwinkel und vollends verstehen werdet. Also im Gesamtstruktur. Ihr werdet zum ersten Mal wirklich dieses geschichtliche Ereignis, was ihr schon tausendmal gehört habt und öfters mal in der Schule, in der Uni und so weiter gelernt habt, werdet ihr wirklich vollkommen verstehen. Und aus ganz anderen Blickwinkeln, die ihr bis jetzt gar nicht beachtet habt. Im Laufe des Videos werde ich euch einige soziologische und psychologische Mechanismen des Menschen bzw. der Massen näher bringen. Also falls sich einige für Soziologie und Psychologie interessieren, dann verspreche ich euch, dass euch dieses Video auf jeden Fall gefallen wird. Und zusätzlich werde ich natürlich die größten Fehlverständnisse bei den Menschen bezüglich dieser Thematik aufklären. Eines der größten Fehlverständnisse, die ich auch aufdecken werde in diesem Video, kommen sehr oft bei den Filmen vor, über Zeitmaschinen und Zeitreisen. Da hat man immer die Erwägung, in die Geschichte zurückzureisen und Adolf Hitler als Baby zu töten. Und dann würden die ganzen Probleme gar nicht entstehen, die im Zweiten Weltkrieg vor allem entstanden sind. Das würde es alles gar nicht geben. Die Judenverfolgungen, die ganzen Morde und so weiter. Warum aber diese Aussage falsch ist und eigentlich die Geschichte verleumdet und alles kaschiert, werde ich auch in diesem Video euch erklären. Ein weiteres Fehlverständnis, der in unserer heutigen Zeit ein sehr großes Problem darstellt, ist die Annahme einiger Medien und Politiker, was sie auch sehr oft über ihre Plattformen forcieren, dass die ganzen Ego-Shooter für die Terroranschläge mitverantwortlich sind oder einen sehr großen Teil beitragen. Die ganzen Terroristen, wie zum Beispiel der Terrorist von Halle, hätte sich durch Videospiele radikalisiert. Er hat einfach zu viele Ego-Shooter gespielt. Warum diese Annahme überhaupt, diese Erwägung so falsch ist und zu einem sehr großen Problem führt, werde ich auch noch in diesem Video darlegen und diese Aussage komplett widerlegen. Des Weiteren werde ich euch auch einige akute politische Ereignisse, wie zum Beispiel das Drama um Donald Trump, dass Donald Trump gerade überall gebannt worden ist, auf Facebook, auf Twitter, dass ihn seine eigenen Kameraden fallen lassen haben, all das werde ich euch erläutern, euch erklären und ihr werdet die ganzen Ereignisse um ihn herum, um Trump und auch allen anderen, viel besser verstehen können. Wir lesen und hören andauernd von sogenannten jüdisch-christlichen Abendland. Aber war das Abendland wirklich jüdisch-christlich? Oder ist es nichts anderes als eine Floskel der Politiker heute, die sie instrumentalisieren, um bestimmte Ziele zu erreichen? Heute gibt es sehr viele Missverständnisse zu diesem Kapitel. Sehr viel. Vor allem bei den Jugendlichen. Die Kinder in der Schule zum Beispiel lernen, dass Adolf Hitler den Judenhass entdeckt hat. Davor gab es ein friedliches Miteinander und dann kam Adolf Hitler und hat alles verändert. Ich habe sogar noch gelernt, der Grund, warum Adolf Hitler zu einem Diktator wurde und diesen Judenhass so stark ausgeprägt praktiziert hat, ist, weil er bei einer Kunstschule abgewiesen wurde von einem jüdischen Direktor. Also es gab einen jüdischen Direktor an einer Kunstschule und der hat Adolf Hitler nicht angenommen. Solche Informationen sind nicht nur gefährliche Lügen. Sie kaschieren und relativieren auch die Geschichte, ihre Folgen und lähmen die Menschen für das richtige Verstehen der heutigen Politik. Solltet ihr in diesem Video bestimmte Begriffe, Personen, Termine hören, deren Bedeutung ihr nicht kennt, dann pausiert das Video einfach und schaut im Internet nach. Wenn ich alles noch zusätzlich erklären müsste, dann würde es wirklich den Rahmen sprengen. Ich habe jetzt schon die Befürchtung, wirklich, dass dieses Video so lange geht und so komplex wird, dass es sich keiner anschaut. Also wenn ihr wirklich bis zu Ende durchhaltet, ohne dass euer Hirn brennt, und das wieder wirklich bis zum Ende anschaut, dann sage ich wirklich Respekt. Weil ich habe wirklich die Befürchtung, wenn ich mir so anschaue, wie lange ich mich darauf vorbereitet habe und was eigentlich noch alles kommen wird, dass es wirklich keiner durchhalten wird bis zum Ende. Deswegen bitte ich euch, einfach selbst nachzuschauen und mir das zu ersparen. Um die Hauptfrage dieses Videos beantworten zu können, und zwar ob Adolf Hitler heute noch eine Chance hätte. Wenn er am Leben wäre, wäre er imstande, noch Massen hinter sich zu scharren? Oder wäre es gar nicht mehr möglich? War er das größte Problem, das einzige Problem und da er tot ist, könnte sowas gar nicht mehr passieren. Selbst wenn er heute noch am Leben wäre, hätte er einfach nicht mehr diese Nazis, die es damals gab. In den Jahren 45, beziehungsweise ab 33 bis 45, die ganzen Nazis, die gibt es heute nicht mehr. Das heißt, er hätte eigentlich keine Chance mehr. Oder etwa doch. Um diese Frage beantworten zu können,
müssen wir sehr weit in die Geschichte zurück. Und zwar da, wo der Judenhass eigentlich angefangen hat. Ich spreche jetzt nicht von 1933, Hitlers Machtergreifung, sondern nein, schon 1900 Jahre davor hat der Judenhass eigentlich begonnen. Ich könnte jetzt natürlich auch noch weiter zurück in die Antike, aber die Feindschaften in der Antike waren mehr eine Frage der Religiosität. Also eine Frage von Polytheismus gegen Monotheismus. Also Vielgötterei gegen Eingottglaube. Aber das ist für diese Konzeption nicht relevant. Damit diese Konzeption bei euch wirklich fest sitzt, werde ich euch einige Ereignisse jetzt chronologisch darlegen. Angefangen vor ungefähr 2000 Jahren mit der Anschuldigung, die Juden hätten Jesus gekreuzigt, beziehungsweise dazu beigetragen. Und ab da an galten sie für immer als die Mörder Jesus. Es kam dann immer wieder zu Vertreibungen, zu Morde, zu Diskriminierungen und die nächsten Jahrhunderte waren dann davon geprägt, von dieser Atmosphäre. Es gab immer ein Auf und Ab, es gab immer mal ruhige und unruhige Zeiten. Eine große Wende kam mit dem Jahr 1096, mit dem allerersten Kreuzzug. Das Hauptziel des Kreuzzugs war ja, das Heilige Land von den Muslimen zu befreien, die sie als Ungläubige ansahen. Aber es befanden sich in ihren Reihen auch Ungläubige, und zwar die Juden. Also warum erst nach Palästina reisen, wenn man schon die Ungläubige, die Feinde Christi, schon vor Ort bekämpfen kann? Die stellten natürlich dann die Juden vor die Wahl, die Kreuzritter. Tod oder die Taufe. Da die Juden das Christentum aber als eine Art Götzendienst ansahen, wählten sie natürlich den Tod. Und so wurden damals sehr viele Juden massakriert oder diejenigen, die noch fliehen konnten, sind geflohen. Und das Ganze 790 Jahre vor Adolf Hitler seiner Geburt. Am 3. September 1189, als Richard Löwenherz als der neue König von England gekrönt worden ist, kam es zu einer sehr großen Pogromwelle. Sehr viele Juden wurden umgebracht, vertrieben, ihre Läden wurden geplündert und ihre Häuser in Brand gesteckt. Bei diesem Massaker wurde der größte Teil der Londoner jüdischen Gemeinde ausgerottet. Im Jahr 1114 in Norwich, also in England, sollen einige Juden einen christlichen Knaben aus Feindschaft zu Christus ermordet und sein Blut für rituelle Zwecke verwendet haben. Die durch Gerüchte hervorgebrachte Ritualmorde wurden aber nicht als Einzelfälle einiger Juden erzählt, sondern als dem Judentum innewohnende Handlung. Das heißt, es war keine Ausschreitung einiger Individuen, die abgewichen sind von ihrer Religion und diese Handlung begangen haben. Nein, es war eine Handlung der Gemeinschaft. Es war ein Problem der Religion. Das heißt, die Religion hat dazu aufgerufen. Und dadurch rechtfertigt man die Vertreibung und Verfolgung ganzer Gemeinschaft. Also man hat nicht mehr die einzelnen Menschen bestrafen müssen, die man durch die Handlungen bezichtigt hat. Nein, man hat die gesamte Gemeinschaft, die jüdische Gemeinschaft vertrieben, weil man der Meinung war, es ist ein Problem der Religion, also früher oder später, wenn auch die anderen es tun. Ihr werdet im Laufe des Videos einige Analogien zu der Gegenwart schließen. Und jetzt kommt eines der prägnantesten. Hätten die Menschen damals nur die allergeringste Kenntnisse über die Juden, ihre Vorstellungen und Vorschriften gehabt, so wüssten sie, dass das mit den Ritualmorden einfach nicht stimmen kann. Denn den Juden galt das Blut, selbst das tierische, als verunreinigt. Das heißt, alleine die Vorstellung, sie würden das für irgendwelche Ritualzwecke verwenden, klingt ja komplett absurd. Also hätten sie sich nur mit der Glaubensanschauung, mit der Religion ihrer Todfeinde auseinandergesetzt, dann wüssten sie, dass das alles nicht stimmen kann mit den Gerüchten. Aber sie waren weder gewillt, sich mit der Religion mehr zu befassen, noch einen Dialog zu suchen, um bestimmte Vorurteile abzuschaffen. Eine einfache Information, ein Gerücht hat also ausgereicht, um Tausende von Morde, Vertreibungen, Pogrome und Massakrierungen rechtfertigen. Die Darstellungsweise stilisierte die Juden endgültig zu Feinden aller Christen. Und dadurch hatte selbst der unterprivilegierteste Bauer, der Arbeiter, der einfache Arbeiter der untersten Schicht, jemanden, auf dem er endlich hinunterschauen kann. Die unterste Schicht der Gesellschaft konnte durch die Juden jetzt endlich auch mal nach unten treten. Mitte des 14. Jahrhunderts kam es in Europa zu einer sehr großen Pestwelle, der Schwarze Tod. Die Menschen waren der Meinung, eine Epidemie kam von der Vergiftung der Luft durch das Wasser. Arm und Reich beschuldigten sich, bis sie natürlich einen gemeinsamen Feind fanden, den sie die Schuld geben konnten. Die Juden. Sie waren der Meinung, sie hätten die Brunnen vergiftet. Diese Gerüchte lösten eine neue Welle von Pogrome, Morde und Vertreibungen aus. Als es in den nächsten Jahren immer wieder zu Pestausbrüchen kam, merkten diese Menschen, dass diese Gerüchte mit den Juden, der die Brunnen vergiftet, einfach nicht stimmen kann, weil es durch die ganzen Vertreibungen und Verbrennungen in ihrer Gemeinde gar keine Juden mehr gibt. Also wie war das eigentlich? Intelligente Menschen würden sich hinsetzen, sich überlegen, was ist für eine Krankheit, woher kommt das, wie können wir uns dagegen schützen? Was taten sie? Sie gaben einfach die Schuld danach den Hexern und Magiern. Im Jahr 1431 wurden dann die Juden aus Köln vertrieben, mit der Begründung, dass diese Menschen mit ihren unchristlichen Füßen das heilige Boden niemals berühren sollten.
Und das Ganze 500 Jahre vor Adolf Hitler seine Machtergreifung. 1492 begann in Spanien ein neues großes Kapitel. Mit der Vereinigung von Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien wurden massenweise Juden und Muslime aus Spanien vertrieben und ermordet. Sie wurden anfangs vor die Wahl gestellt: Taufe oder Vertreibung oder Mord. Sie führten auch die Inquisition wieder ein. Die Inquisitoren, die mit ihren bestialischen Vorgehen Tausende von Juden getötet haben. Die spanische Inquisition ist so ein großes Kapitel in der Geschichte, dass es alleine dazu schon eigene Bücher gibt und Bänder. Im Jahr 1519 schrieb Erasmus von Rotterdam, einer der renommiertesten Theologen im Mittelalter, und ich möchte jetzt diesen Satz eins zu eins wiedergeben: Gibt es vielleicht jemanden unter uns, der diese Art von Menschen nicht genügend verabscheut? Wenn Judenhass ein Zeichen des Christen ist, dann sind wir alle vorzügliche Christen. Ab 1536 mussten die Juden in Augsburg einen gelben Tuchring am Hut oder am Gürtel als Identifikationszeichen tragen, damit man sie auch immer erkennen kann. Und bei der Betretung der Stadt wurden sie von einem Stadtsoldaten begleitet, als wären sie Kriminelle. Solche Praktiken wie das Tragen von besonderen Merkmalen, wie zum Beispiel einem gelben Stern oder einem gelben Tuchring, damit man sie immer in der Öffentlichkeit erkennen kann, waren in Europa zu damaliger Zeit üblich. Vor allem in der Habsburger-Dynastie hat man das sehr stark praktiziert. Der Wiener Habsburger Leopold I. vertrieb die Juden 1670 mit dem Argument, die Feinde Christi seien wegzubringen. Maria Theresia, die heute als eine Heilige verehrt wird, vertrieb die Juden, beschlagnahmte ihren Besitz und zwang sie, sonntags und an christlichen Feiertagen zu Hause zu bleiben, weil sie als Mörder Christi aus Scham nicht rausgehen sollten. Auch richtete sie Konversionshäuser für eine Umerziehung der Juden ein. Auch Philipp III. Vertrieb die Juden. Also ihr seht, Inzest und Judendiskriminierungen waren sehr beliebte Hobbys bei den Habsburger. Aber auch andere Herrschaftsfamilien standen ihnen in der Diskriminierung nicht nach. So wie Friedrich Wilhelm I. 1713 oder Friedrich II., der sogar 1750 die Juden zwang, sich christliche Predigten anzuhören. 17. März 1808 erließ Napoleon ein Dekret, das den Juden eine Reihe Handelsbeschränkungen auferlegte. In der Neuzeit, als die Menschen langsam den totalitären und diktatorischen Regime den Rücken gekehrt haben und die Menschen angefangen haben, demokratische Institutionen und Systeme zu installieren, wo der Staat nicht mehr willkürlich handeln konnte, sondern immer nur gemäß bestimmten Gesetzen und einer bestimmten Verfassung, im Rahmen eines Rechtsstaates. Und in dieser Zeit wurden immer mehr Gesetze erlassen, die nur explizit die Juden betrafen. Also man hat immer bestimmte Gesetze für die Juden erlassen, die allen anderen gar nicht betrafen, sondern immer nur die Juden. Alle anderen waren ausgeschlossen davon. Und das hat natürlich sehr stark zu einer Stigmatisierung beigetragen. Und so wurden sie natürlich immer marginalisiert, in eine Enge getrieben und von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen. Sie waren Außenseiter dadurch. Im 19. Jahrhundert war es am Niederrhein üblich, dass man nach dem Ostersonntag die Häuser der Juden mit den Steinen bewirft. Und im Jahre 1819 wurden die Juden wieder des Ritualmordes beschuldigt. Das leitete dann in Europa die Hepeb-Unruhen ein. Die Hepeb-Unruhen ist wiederum eine sehr große Geschichte, das von sehr großen, starken Pogromen, Verfolgung und Morde gefolgt wurde, europaweit. 1835 wurde in Hamburg einem Jungen, nur weil er Jude ist, Kalk in den Augen geworfen, woraufhin er ihn blindete. Und ein anderer Junge wurde aus einer sehr großen Höhe aus dem Balkon geworfen, nur um seine Freunde zu amüsieren. In beiden Fällen kamen die Schuldigen straflos davon. Und 1880 und 81 kam es zu sehr gewalttätigen Szenen in Berlin. Synagogen wurden verbrannt, jüdische Geschäfte beschädigt und die Juden gejagt. Im selben Jahr unterschrieben Hunderttausende Deutsche eine Petition, die Juden von allen öffentlichen Ämtern ausschließt. 1874 schrieb die deutsche Familienzeitschrift Die Gartenlaube einen sehr antisemitischen Text, den ich original wiedergeben möchte. Und zwar schrieb sie: Die Judenschaft arbeitet nicht. Sie beutet mit der Hand verrichtete oder die geistige Arbeit des Mitmenschen aus. Dann geht der Text sehr lange weiter und am Ende kommt sie zu: Die soziale Frage ist im Endeffekt eine Judenfrage. Eine Familienzeitschrift. Das heißt, auch die Medien haben diesen Hass, diese Propaganda verbreitet. All das, was ihr bis jetzt gehört habt in diesem Video, geschah vor Adolf Hitler seiner Geburt. In all diesen chronologisch aufgezählten Ereignissen war er noch gar nicht mal am Leben. Und ich hätte noch viel mehr erzählen können, das wisst ihr auch. Aber ich wollte nur so viel erzählen, wie es für das Verständnis der Konzeption notwendig ist. Hätte ich jetzt alle dokumentierten Übergriffe auf die Juden aufgezählt, dann würde ich wahrscheinlich weitere 2 Tage hier sitzen. Da stellt sich die Frage: Was hat diese Menschen denn radikalisiert? Weder gab es damals Videospiele, weil heute gesagt wird, Videospiele radikalisiert die Menschen, noch war damals Adolf Hitler am Leben. Also was hat sie so radikalisiert? Auch zur Zeit von Hitlers Geburt und seiner Jugend sah die Welt nicht anders aus. Zu erwähnen ist hier der Anfang des 20. Jahrhunderts Wiener Bürgermeister Karl Luger, der
die Juden alle als Raubtiere in Menschengestalt bezeichnete. Und auf die Lösung für die Judenfrage sagte er, man müsse alle Juden im Meer versinken lassen. Seine Statue steht bis heute noch im ersten Bezirk in Wien. Die Geschichte, wie er an die Macht kam, ist sehr interessant. Deswegen möchte ich es nochmal explizit beleuchten. Er sagte dem kleinen Mann, er muss geholfen werden. Und zog damit das verärgerte und arme Kleinbürgertum und die armen Arbeiter mit sich. Und somit lenkte er mit antisemitischen Parolen, indem er ihnen einen realen Feind präsentierte für ihre Probleme, von den Großgrundbesitzer ab, die eigentlichen Verursacher des Armuts. Nicht anders lenken die Parteien heute von den Kapitalisten ab. Die Reichsten, die sich das ausbeuterische System zunutze machen, indem sie mit dem Finger auf die Flüchtlinge zeigen und Minderheiten und sagen, hier ist das Problem. Anstatt dass sie mit dem Finger auf die wahren Verursacher ihrer Notlage zeigen, die Steuerflüchtlinge, die Milliarden von Geldern monatlich stellen. Aber wenn man verstanden hat, dass ein Teil dieser gestohlenen Steuern, dieser Parteien in Form einer Parteispende wieder zugute kommt, dann versteht man, warum sie lieber mit dem Finger nach unten zeigen, anstatt nach oben. Das Zeigen nach oben würde bedeuten, dass ihre Geldquelle auch automatisch abgedreht wird. Ihr seht also, die Geschichte wiederholt sich, weil die Menschen immer noch dieselben sind. Früher waren es die Juden, die man für alle Probleme verantwortlich gemacht hat, um von den Großgrundbesitzer und die Feudalherren, die eigentlich die ganzen Menschen ausgebeutet haben, auch abzulenken. Und heute macht man die neuen Minderheiten für alles verantwortlich, um von den Kapitalisten und die Reichsten, der Profiteure von heute abzulenken. Die Wut und die daraus resultierende Energie der Menschen, die Energie, die dazu beitragen könnte, dass sich was verändert, dass sie ihre Lage ändern, wurde schon immer geschickt in die falsche Richtung hingelenkt. Immer in Richtung der Minderheiten und der neuen Feindbilder, damit man ja nicht den wahren Feind entdeckt, weil das könnte zu einer wirklichen Veränderung führen. Wenn ihr euch fragt, warum der Mensch immer so anfällig ist für eine Ablenkung und eine Manipulation, so muss ich euch leider mitteilen, dass es die Natur des Menschen ist. Es ist viel einfacher für uns, nach unten zu treten, auf die Schwachen zu zeigen, anstatt es von den Starken zu verlangen. Und noch dazu muss erwähnt werden, dass es einen bestimmten Bildungsgrad benötigt und Wissen, um überhaupt verstehen zu können, was denn auf der Welt überhaupt passiert. Und sehr viele Menschen sind leider nicht einmal gewillt, sich mit diesem Wissen zu beschäftigen, weil sie nicht aus ihrer Scheinwelt, aus ihrer blumigen Welt herauskommen wollen, wo alle auf der Welt die gleichen Chancen haben und jeder gleich geboren wird. Von dieser antijüdischen Welle war aber nicht nur Europa befallen. Auch in anderen Nationen sah es nicht anders aus, wie zum Beispiel in Russland, wo es öfter mal zu Diskriminierungen oder zu Pogromen kam. Aber in den USA war es noch schlimmer. In Detroit zum Beispiel, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben Autokonzerne absichtlich keine Juden angestellt. Und auch sehr viele andere Firmen. Restaurants war es nicht anders. Sehr viele Juden waren in den Restaurants nicht willkommen. An manchen stand sogar ein Schild, Hunde und Juden nicht willkommen. Jeder von euch kennt die Automarke Ford. Und der Gründer dieser Marke und der Ford Motor Company, Henry Ford, war genauso ein Antisemit. Und wenn er nicht gerade dabei war, mit Frederick Taylor die Effizienz der Arbeit zu erforschen, wie er aus einfachen Arbeiter Produkte der Sklaven machen kann, dann schrieb er sehr gerne antisemitische Texte. Er hatte sogar eine eigene Zeitschrift, der Dearborn Independent, wo er wöchentlich antisemitische Texte verfasste. In Hitlers Büro hing sogar ein Porträt von Ford. Und auf die Frage von einem Detroit-Reporter, was denn Adolf Hitler überhaupt von Ford hielt, sagte er, ich betrachte Henry Ford als meine Inspiration. Er verfasste sogar ein antijüdisches Buch mit dem Namen Der internationale Jude, wo er den Juden die Schuld für alle akute Probleme gab. Und im Juli 1938 wurde Henry Ford mit dem Adelsschild des Deutschen Reiches ausgezeichnet. Eine der größten Ehrungen damals. In dieser Zeit kamen in den USA die sogenannten Televangelisten auf. Das waren katholische Prediger, die über das Massenmedium, wie damals das Radio, über unterschiedliche Themen predigten. Der bekannteste unter ihnen war Charles Coughlin, der mit seinen antisemitischen Predigten weltweit 40 Millionen Hörer erreichte. Ich habe euch mal doch erzählt, dass ich meistens nur Sachbücher lese und hin und wieder mal einen Roman. Aber es gibt eine Sache, dass man wirklich nur aus den Romanen lernen kann. Das kann dir kein Sachbuch geben. Und zwar ist das die Rekonstruierung einer Gesellschaft. Eine Atmosphäre. Welche Ideen, welche Normen haben zu einer Zeit dominiert? Welche waren die prägnantesten? Welche haben die Gesellschaft ausgemacht? Das kriegst du nur aus den Romanen. Wenn du aus dem 16. Jahrhundert alle Romane liest zum Beispiel, dann weißt du ganz genau, wie die Gesellschaft damals war. Und wenn ich eins gelernt habe, aus all den Klassikern, die ich gelesen habe, dann war das immer ein bestimmter Leitfaden, der zog sich durch die gesamten Epochen durch. Und zwar war das immer der Antisemitismus. Egal in welchen Büchern, wurde immer entweder beiläufig oder ein Protagonist immer sehr negativ dargestellt oder wurde immer über die Juden abgelästert. Einer der solchen Klassikern ist zum Beispiel das Dekameron von Giovanni Boccaccio aus dem 14. Jahrhundert. Und ein noch größerer Klassiker ist Cervantes Don Quixote. Dort bekräftigt der Weggefährte des Protagonisten Sancho Panza seinen Christentum dadurch, dass er sagt, ich bin ein Todfeind der Juden. Und auch bei Charles Dickens sieht das nicht anders aus.
Einer seiner bekanntesten Romane, Oliver Twist zum Beispiel, ist eine Schullektüre. Noch bis heute. Dort gibt es einen Charakter, einen Nebencharakter, aber der kommt auch sehr oft vor. Könnte man fast schon als Protagonisten bezeichnen. Der heißt Fijin, aber wird immer nur als der Jude bezeichnet. Hundertmal wird er im Buch immer als der Jude bezeichnet. Und er wiedergibt wirklich alle Stereotype, die damals propagiert worden sind. Er ist ein buckliger alter Mann, der sehr geizig ist und jeden Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, für seinen eigenen Profit ausnutzt und verratet. Und am Ende kommt er ins Gefängnis. Viele der damaligen Klassiker hatten entweder einen jüdischen Nebencharakter, der ein wandelndes Vorurteil war, oder es wurde einfach nur nebenbei sehr negativ über Juden geschrieben. Selbst die Märchen wurden davon nicht verschont. Die bekanntesten Märchenerzähler, die Brüder Grimm, die unter anderem Märchen schrieben wie Rapunzel, Hänsel und Gretel, Schneewittchen oder Aschenputtel, schrieben auch ein Märchen wie der Jude im Dorn. Das ist ein Märchen, in dem am Ende des Märchens ein Jude zugibt, Geld vom Christen geklaut zu haben und daraufhin erhängt wird. Ein Kindermärchen. Das bedeutet, Kinder lasen damals Schneewittchen, Hänsel und Gretel und von den Juden, der am Ende gehängt wird, weil er Geld vom Christen geklaut hat. Die Vorurteile und Hassgefühle wurden schon im Kindesalter eingepflanzt. Und in dieser Zeit, in dieser Atmosphäre, wo man die Juden die Schuld für alle sozialen und wirtschaftlichen Probleme gab, ist Adolf Hitler geboren. Er wuchs also mit antisemitischen Ideen, antisemitischen Büchern, antisemitischen Märchen, antisemitischer Musik und in einer antisemitischen Gesellschaft auf. Als Hitler dann aktiv in der Politik wurde, sah es nicht anders aus. Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser und König von Preußen, war einer der größten Antisemiten seiner Zeit. Er nannte die Juden die Parasiten seines Reiches, die sein Volk in Armut hält. Und 4 Jahre vor Hitlers Machtergreifung hatte er eine Lösung vor der Befreiung der jüdischen Pest. Er sagte: Ich glaube, das Beste wäre Gas. In den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts wurden sehr viele antisemitische Parteien gegründet, die ihre Wählerschaft mit Teil antisemitischen Propaganda und Teil großer Versprechungen mobilisierten. Sie sagten, sie seien für den kleinen Mann und versprachen den Deutschen wieder ein gefestigtes Deutschland nach der enttäuschenden Niederlage des Ersten Weltkriegs. Da die meisten Bürger nach dem Ersten Weltkrieg von der Politik und von der Regierung sehr enttäuscht waren, wählten sie die neuen antisemitischen Parteien schon aus Protest. Aus Protest zu den vorherigen Parteien und als eine Alternative für die bereits Gescheiterten. Sie dachten sich, hey, wenn alle gescheitert sind, dann schauen wir mal, was es noch als Alternative gibt. Also das haben wir noch nicht ausprobiert. Lass uns mal die wählen. Diese neu aufkommenden Parteien hatten so einen großen Erfolg mit ihren antijüdischen Parolen, dass selbst die gemäßigten Parteien auf den Antisemitismuszug aufsprangen. Also Parteien, die noch nie Antisemitismus in ihrem Programm hatten, fingen plötzlich an, sich dem zu bedienen, damit auch sie einen kleinen von der Masse gewinnen können für ihre Politik. Also Populismus ist keine neue Erfindung. Und jetzt möchte ich euch mal einige Fragen stellen, um die anfangs erwähnten Fragen beantworten zu können. War Adolf Hitler wirklich alleine schuld? Weil das einzige Problem, würde es nur ausreichen, zurück in die Vergangenheit zu reisen und seine Geburt zu verhindern? Oder müssen wir eigentlich in jeden Jahrhundert zurückreisen, um all die ganzen Geschehnisse zu verhindern? Also zu sagen, man müsse nur seine Geburt verhindern, ist eine komplette Verleugnung der damaligen Geschichte und eine Relativierung der damaligen Atmosphäre, der Zeit, in der hineingeboren ist. Die zweite Frage ist, haben Terroristen sich wirklich an Videospielen radikalisiert? Oder haben sie sich an die gesellschaftliche Atmosphäre, an den Politikern und an den Medien radikalisiert? Oft dieselben Medien, die dann solche Beiträge bringen, dass Videospiele radikalisieren würden. Sie selbst schaffen die Atmosphäre, die diesen Terroristen den Halt gibt. So, was haben wir bis jetzt gelernt? Lass uns das Ganze mal aus dem sozialpsychologischen Aspekt betrachten. Jede Nation braucht also immer einen Staatsfeind, um erstens den inneren bürgerlichen Zusammenhalt zu garantieren, damit die Menschen zusammenkommen und zusammenschmelzen, und zweitens, um von der Staatskrise und den eigentlichen Verursacher dieser Staatskrise abzulenken. Am besten eignen sich Minderheiten als Staatsfeinde, weil man dadurch die entgegengesetzte Richtung, also die Mehrheitsgesellschaft, zusammenschmelzen kann und weil auch jeder dadurch jemanden hat, auf den er hinunterblicken kann, um nach unten zu treten. Endlich hat jemanden gefunden, dem er die Schuld für all seine Probleme geben kann. Psychologisch sind die Menschen also prädestiniert, anderen immer die Schuld für ihr eigenes Versagen zu geben. Es ist ja viel einfacher. Man kann viel einfacher mit sich selbst leben, wenn man weiß, dass man nie Schuld für etwas trägt. Auf einer Mikroebene, wie zum Beispiel ich, gebe es ehrlich zu, wenn ich zum Beispiel ein Spiel spiele, ich verliere in einem Spiel oder sterbe, dann schaue ich immer zuerst mal meine Teamkollegen an, wo sie gerade sich befinden, was sie gerade machen, um ihnen die Schuld zu geben. Schon aus Reflex. Also das ist eigentlich so fast schon die Natur des Menschen. Auf dieser Mikroebene, wo es um Zocken geht, ist es nicht so schlimm. Aber auf einer Makroebene, wo es um ganze Nationen, Ideologien
wo es um Menschenleben geht, ist es schon verheerend, wenn diese Emotionen, diese Veranlagung des Menschen ausgenutzt werden, instrumentalisiert werden für eine Politik, die menschenverachtend ist. Die Politiker damals wussten es, so wie es die Politiker heute wissen, dass es sehr einfach ist, Massen hinter sich zu scharren, wenn man den Menschen einfach nur einen Ablageort gibt. Einen Menschen, auf den sie all ihre Probleme, Unfähigkeiten ablagern können. Wenn man sie von ihrer kognitiven Dissonanz befreit, von ihren Depressionen. Du gibst ihnen endlich jemanden, auf den sie zeigen können und sagen, er ist für meine Probleme verantwortlich. Er ist der Grund dafür, nicht ich. Und so befreist du sie von ihrer eigenen Minderwertigkeitskomplexe, weil sie zum ersten Mal ausatmen können. Sie sind nicht schuld, es sind die anderen. Und das hier, diese Veranlagung eben, diese Natur des Menschen, ist sehr gefährlich in den falschen Händen. Vor allem aber, wenn es Massen sind. Nun kommen wir zu der Wellenkonzeption. Und zwar besagt die Wellenkonzeption, dass jeder Surfer auf die Wellen angewiesen ist. Ganz egal, wie gut er ist. Selbst der beste Surfer auf der ganzen Welt wird ohne Wellen nicht weit kommen. Umso höher die Wellen sind, desto höher wird er kommen. Falls die Wellen niedrig sind, wird er niedrig surfen müssen. Und Diktatoren wie Adolf Hitler waren Surfer. Surfer, die an die Macht kamen, weil die Menschen Jahrhundert und Jahrtausendlange davor die Wellen erzeugt haben. Sie haben die Vorarbeit für ihn gemacht. Als er geboren wurde, gab es schon bereits sehr hohe Wellen. Das Einzige, was er nur noch zu tun hatte, war, an die Macht zu kommen und einfach nur zu surfen auf die Wellen, die schon vorher erzeugt worden sind. Hätten die Menschen also nicht jahrhundertelange Vorarbeit geleistet und die Wellen davor erzeugt, wäre Adolf Hitler niemals so leicht an die Macht gekommen. Und vor allem nicht mit denselben Parolen. Viele Länder heute möchten die Verantwortung ihrer dunklen Geschichte immer den Surfern geben. Sie geben ihnen die Schuld für das, was geschehen ist, um so von ihrer eigenen Schuld, ihrer eigenen Geschichte, ihrer eigenen Wellenerzeugung abzulenken. Sie vergessen dadurch, dass sie es waren, die über Jahrhunderte lang diese Wellen erzeugt haben. Wodurch dann die Diktatoren, die Surfer an die Macht kamen. Denn ohne Wellen kann kein Surfer surfen, egal wie gut er ist. Die Diktatoren waren mehr als schuldig. Das waren Massenmörder und Verbrecher, keine Frage. Aber indem man den Fokus nur auf sie legt und die Ereignisse von ihrer Existenz abhängig macht, verharmlost man und vergisst die Kraft der Welle. Das machen sie aber gezielt, damit sie sich nicht mit der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass heute immer noch dieselben Wellen herrschen. Die Surfer sterben, Wellen aber nicht. Der Unterschied ist nur, dass die heutigen Wellen sich gegen neue Minderheiten richten. Mit Antisemitismus würde heute keiner mehr an die Macht kommen. Aber mit Fremdenfeindlichkeit gegenüber anderen Religionen und Minderheiten kommt man sehr wohl noch an die Macht. Das bedeutet, die Wellen gibt es immer noch. Nur die Parolen, das Aussehen, die Fassade hat sich geändert. Wie einfach versprochen, werde ich jetzt das Thema Donald Trump anschneiden und seine aktuelle Lage. Er wurde momentan auf allen Plattformen entfernt. Man hat ihn beseitigt. Sein Twitter-Account ist gesperrt, sein Facebook-Account ist gesperrt, seine Kollegen haben sich von ihm distanziert, er wurde von allen fallen gelassen. Als ob die Menschen erst jetzt gemerkt haben, dass Ideen, wenn man sie jahrelang propagiert, auch zu Handlungen führen können. Denn erst nach dem Sturm auf das Kapitol ist das alles eingetroffen. Die letzten Jahre hat er immer Propaganda betrieben, immer nur Schwachsinn auch wieder gepostet auf anderen Plattformen. Und jetzt, erst nachdem sie gesehen haben, dass diese Ideen zu einer wahren Handlung geführt haben, und zwar Sturm auf das Kapitol, wo auch vier Menschen gestorben sind, haben sie gesagt, oh, da spielen wir nicht mit. Davor waren sie auf seiner Seite, aber ganz plötzlich merken sie den Zusammenhalt zwischen Idee und einer Handlung. Und dann ziehen sie die Schlusslinie. Genau so sahen auch sehr viele Menschen, wo der Judenhass hinführen kann, also diese Idee, in welchen Handlungen sie ausachten kann, als Hitler an die Macht kam. Sie haben sich dann von ihm distanziert. Sehr viele Menschen, die davor für Adolf Hitler waren und auch mit diesem Antisemitismus gar kein Problem hatten, es sogar unterstützt haben, sind dann auf einmal zurückgerudert, als die ersten KZs gebaut wurden. Weil sie gemerkt haben, hey, warte mal, bestimmte Ideen, Propaganda führt bei Massen auch zu Handlungen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Und dann auf einmal war es ein Massenmörder, dann wollten sie ihn auf einmal nicht mehr. Henry Ford selbst hat sich am Ende von Hitler distanziert und war gegen Antisemitismus, obwohl er davor die ganze Zeit nur Propaganda betrieben hat mit seiner eigenen Zeitschrift. Und dann hat er am Ende noch den Alliierten, also die Verbündeten England, Frankreich, Russland, die gegen Adolf Hitler gekämpft haben, Waffen verkauft und Waffen geliefert. Meiner Meinung nach gibt es zwei Gründe. Warum jetzt Donald Trump, weil das ein aktuelles Thema ist, habe ich als Beispiel genommen, von seinen ganzen Verbündeten fallen gelassen wird, die Medien sich auf einmal von ihm distanzieren und auch warum die Menschen damals, als Adolf Hitler schon am Ende seiner Zeit war, mit dieser bestialischen Methode, wo er massenweise Menschen umgebracht hat, sich dann von ihm distanziert haben und dann die Seiten gewechselt haben.
Dafür gibt es zwei Gründe, meiner Meinung nach. Erstens haben die Menschen, wie bereits erwähnt, gemerkt, dass Ideen zu Handlungen führen. Sie wollten einfach nur cool sein. Sie wollten einfach dabei sein. Das, was gerade aktuell an der Macht ist, die Ideen, die gerade dominieren, da möchte man einfach ein Teil davon sein. Die Welle, die gerade schwimmt, die Welle, die gerade aktuell ist, die am größten ist, da möchte man mitschwimmen. Man möchte auch ein Teil dieser Welle sein. Ganz egal, was für eine sie ist, ganz egal, mit was für eine Fassade, mit was für einem Namen sie gerade geschmückt ist, egal ob Kommunismus oder Nationalsozialismus, ganz egal, Hauptsache, man ist Teil davon. Ein Mitläufer eben. Die Welle reißt quasi alles mit. Und sie sind einfach mitgerissen worden und haben sie mitgeschwommen. Ganz egal, ob sie damit einverstanden waren oder nicht. Und am Ende haben sie aber gemerkt, oh, diese Welle reißt ja ganze Bevölkerungen mit, reißt ganze Häuser mit. Das wusste ich ja gar nicht, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Also das ist die erste Methode, dass sie erst gemerkt haben, nachdem wirklich Handlungen gesetzt worden sind, dass diese Ideen, die sie jahrelang mitpropagiert haben und diese Welle mitbereitet haben, dass die einen Schaden verursachen kann, diese Welle. Und zweitens waren die Menschen, die sich am Ende von Adolf Hitler seiner Zeit sich von ihm distanziert haben, über seine Niederlage bewusst. Sie haben verstanden, er ist am Ende. Also schnell die Zeiten wechseln, damit wir weiterhin Profit schlagen können. Einfach nur da sein, wo das Geld ist, wo der eigene Nutzen ist. So wie Henry Ford. Zuerst belieferte die eine Seite mit Waffen und dann auf einmal die andere. Man sagt hier, die eigentlichen Gewinner vom Krieg sind diejenigen, die beiden Seiten des Lagers mit Waffen beliefern. Und Henry Ford hat das ja klug gemacht, wenn man die Geschichte anschaut. Ganz am Ende hat er dann die Alliierten mit Waffen beliefert, weil er wusste, Adolf Hitler ist sowieso schon am Ende. Also schnell die Seiten wechseln, weil unser Geschäft, also mein Geschäft, muss noch weiterlaufen. Adolf Hitler geht unter, aber Ford Company lebt bis heute noch. Dasselbe gilt auch bei Donald Trump heute. Seine Kollegen haben gemerkt, dass er am Ende ist, dass man von ihm nicht mehr viel holen kann. Aus Opportunismus, aus Eigennutz haben sie dann einfach die Seiten gewechselt, den Lager. Ihn öffentlich attackiert, um sich aus diesem sinkenden Boot, wo sie nur eigentlich drin saßen, schnell zu retten. Ins andere Boot reinhüpfen, der jetzt Kurs genommen hat. Also diesen Menschen interessiert es eigentlich gar nicht, wohin der Zug fährt oder wer der Schaffner ist. Hauptsache, sie können mitfahren. Solange sie dabei sein können, fahren sie mit jedem Zug. Und wenn sie merken, der Zug ist im Abgrund, er fährt nicht mehr, springen sie einfach in den anderen Zug. Und das sind meiner Meinung nach die zwei Gründe, warum die Menschen damals Hitler haben fallen lassen oder heute auch Trump fallen lassen. Ohne die zwei natürlich jetzt direkt vergleichen zu wollen, das ist natürlich kein direkter Vergleich, aber das zeigt wiederum, dass die Geschichte sich immer wiederholt, um diese Analogie in der Geschichte aufzuzeigen. Ich glaube, dass bei diesen Menschen beide von diesen Gründen zutreffen. So wie damals wie auch heute. Bei manchen 50-50, bei anderen eine andere Konstellation. Wie gefährlich es ist, bei der Wellenerzeugung beizutragen und mitzuhelfen oder einfach nur ein passiver Zuschauer zu sein oder ein aktiver Mitläufer, werde ich euch jetzt aufzeigen. Und zwar müsst ihr Folgendes verstehen. Die meisten Deutschen waren keine Nazis. Auch wenn es in den anderen Ländern sehr gerne anders dargestellt wird, anders gelehrt wird. Man sagt, die Deutschen sind alle Nazis gewesen, sie waren der Grund für den Zweiten Weltkrieg, nur sie waren dafür verantwortlich. Sie lenken dadurch sehr gerne von ihrer eigenen Geschichte ab, von ihrer eigenen Wellenerzeugung, dass auch ihre Nationen beigetragen haben, wie ich aufgezeigt habe. Sie standen dem nichts nach. Auch sie haben dazu beigetragen, dass Adolf Hitler an die Macht kam und anfangs auch sogar militärisch und materiell unterstützt. Wie bereits erwähnt, waren die meisten Deutschen damals keine Nazis. Und ich teile die damalige Bevölkerung in vier unterschiedliche Parteien ein. Die erste Partei, das waren die aktiven Unterstützer von Adolf Hitler, also die wirklichen Nazis. Das waren aber eine Minderheit. Die andere Minderheit, die zweite Partei, das waren die aktiven, die dagegen waren. Sie haben sich organisiert und sich gegen Adolf Hitler positioniert. Und sie wollten, dass er verschwindet. Diese Menschen wurden meistens vertrieben, sind ausgewandert, sind geflüchtet, weil sie auf der Staatsfeindliste ganz oben standen oder wurden eben umgebracht. Die aktiven Gegner sowie die aktiven Unterstützer waren aber Minderheiten. Die Mehrheit, das waren zwei andere Parteien. Auf der einen Seite hattest du Menschen, die einfach nur wieder ein geeinigtes und festes, starkes Deutschland wollten. Sie wollten sich, dass Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg auch das Deutschland im 19. Jahrhundert, das starke, gefestigte, geeinigte Deutschland zurückhaben. Ganz egal, wer an der Macht ist. Hauptsache, Deutschland geht es gut, Deutschland blüht wieder auf und kommt zu seiner alten Stärke zurück. Auch wenn es Adolf Hitler ist, wer auch immer es sein soll, mit welchen Parolen, mit welchen Ideen und Handlungen er uns an die Macht führt, solange wir an die Macht kommen, solange wir an die Macht bleiben, waren sie zufrieden damit. Und auf der anderen Seite, die vierte Partei, das waren die Menschen mit Lethargie, mit Angst und Apathie. Sie waren nicht einverstanden mit dem, was Adolf Hitler tat, aber sie haben auch nichts getan. Aus Furcht oder einfach nur aus Desinteresse. Ihr seht also, die Mehrheit waren also Mitläufer oder stille Dulder, die entweder aus Trend die Welle miterzeugt haben oder sich einfach nur distanziert haben.
die diese Welterzeugung einfach nur reserviert zugeschaut haben. Deshalb dürft ihr niemals denken, dass eine Nation kein Nazi-Problem hat, nur weil die Mehrheit der Menschen keine Nazis sind. Denn in der Geschichte hat es niemals die Mehrheit gebraucht, um ein System zu verändern. Es war immer eine Minderheit, die sich aktiv eingebracht hat und auch aktiv gewirkt hat. Die Mehrheit, das waren immer entweder Mitläufer oder stille Dulder. Wenn wir jetzt mit dem Wissen, was wir haben, uns die aktuelle politische Gegenwart anschauen, dann merken wir, dass es ein sehr großes Problem gibt. Und zwar ist es nicht die Annahme, die ganzen rechten Parteien würden Nationalsozialismus wieder reinstallieren. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass wenn jetzt die ganzen rechten Parteien in Europa an die Macht kämen, dass sie dasselbe täten, wie Adolf Hitler es tat. Nein. Aber das Gefährliche ist, dass sie eine Atmosphäre erzeugen, in der vielleicht ein zukünftiger Adolf Hitler hineingeboren wird. Genauso wie wir die Parteien im 20. Jahrhundert, die Medien, die Menschen, die Persönlichkeiten, die Politiker, diesen Well erzeugen haben, diese Atmosphäre erzeugt haben, in der dann Adolf Hitler hineingeboren ist und er dann geschwommen ist, beziehungsweise gesurft ist in dieser Welle, genauso erzeugen auch heute die ganzen Nazi-Parteien in Europa eine Welle, in der dann vielleicht in der Zukunft ein Diktator hineingeboren wird. Man hört immer wieder, die Geschichte soll sich nicht wiederholen. Wir haben was aus unserer Geschichte gelernt, aber die Geschichte wiederholt sich doch schon sehr lange. Denn die Geschichte war das Wellenerzeugen. Die Geschichte war, dass im 20. Jahrhundert vor allem die ganzen Nazi-Parteien, die Persönlichkeiten, die Menschen Adolf Hitler den Weg geebnet haben. Sie haben mit ihrem Antisemitismus, den sie betrieben haben, egal ob aus Mitläuferei oder aus Überzeugung, die Wellen erzeugt, auf die er dann gesurft ist. Und so wie sie, Adolf Hitler, die Wellen vorbereitet haben, genauso bereiten die ganzen Nazi-Parteien heute europaweit die Wellen vor. Sie erzeugen eine Atmosphäre, nur mit neuen Feinden, mit neuen Feindenbildern, neuen Minderheiten. Und das ist das große Problem, was ich angesprochen habe. Wenn man Personen die gesamte Schuld gibt, nur Surfern, und sich verantwortlich macht für die Geschichte, dann ignoriert man die Wellen. Und solange der Surfer nicht an die Macht kommt, solange die Menschen keinen Adolf Hitler sind, denken sie, die Geschichte wiederholt sich nicht, obwohl sie sich eigentlich die ganze Zeit schon wiederholt. Und zwar die Wellen wiederholen sich, es sind dieselben Wellen. Dieselben Wellen wie vor 70 Jahren gibt es heute noch immer. Also wiederholt sich die Geschichte bereits. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Warten wir passiv darauf, dass die Wellen größer werden und größer und dass jemand hineingeboren wird, der diese Wellen sich zunutze macht in einer Zeit der Krise? Es braucht nur eine große Krise und schon denken die Menschen anders. Sie sind aufgebauscht, emotional. Und dann kann man diese Wellen nutzen. An dieser Stelle würde ich gerne den deutschen Schriftsteller Erich Kästner zitieren. Und zwar schrieb er: Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Also auch ein sehr schönes Gleichnis, könnte man eigentlich auch Lawinenkonzeption nennen. Und dasselbe Beispiel, was ich mit Wellenkonzeption gebracht habe, mit Lawinen bringen. Dass die Menschen Schneebälle durch die Gegend werfen und das so lange, bis sich das Ganze schnell leckt, immer höher und höher wird und daraus eine Lawine, auf den dann die ganzen Diktatoren Skifahren oder Snowboarden können. Die einzelnen Schneebälle, die die Menschen auf die Juden geworfen haben, jahrhundertlang, erachten sie als harmlos. Aber nach jahrhundertlanger Rumgewerfe hat sich das schnell gelebt und es wurde eine Lawine draus, den Adolf Hitler für sich zunutze gemacht hat. Deshalb bin ich der Meinung, dass die Kinder heute und auch zu meiner Schulzeit die Geschichte falsch lernen. Sie haben gelernt, immer den Augenmerk auf den Surfer zu legen, immer auf die Personen, nicht auf die Ideen. Wir müssen auf die Wellen achten und sie schon in der kleinsten Form, schon in Tropfenform beseitigen, weil wenn wir den Surfer sehen, dann ist es schon zu spät. Und damit bedanke ich mich bei euch für das Zuhören, für das Zuschauen. Das war die Wellenkonzeption. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch einige neue Aspekte der Geschichte beibringen. Ich hoffe, ihr habt einige Dinge jetzt ganz anders aus einem anderen Blickwinkel gesehen und betrachtet und auch die Geschichte aus anderen Aspekten gelernt. Und vor allem habt ihr diese Konzeption verinnerlicht. Ich hoffe, dass man diese Konzeption wirklich verinnerlicht hat. Es braucht vielleicht einige Tage, einige Wochen, selbst zu reflektieren, selbst sich mit dieser Thematik zu befassen. Macht das auf jeden Fall, wie mit allen anderen Konzeptionen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, den Kommentar dazu lassen, aber natürlich keinen sinnlosen Kommentar, sondern schreibt dazu, was euch an dem Video gefallen hat und in welcher Form hat euch das Video genutzt. Lasst einen Kommentar da und vergesst natürlich nicht, am Ende eures Kommentares schreibt noch Gummi rein, damit ich natürlich weiß, wer die wirklichen standhaften Leute sind, die bis zu Ende da geblieben sind und das Video bis zu Ende angeschaut haben. Weil ich kann mir vorstellen, das war
echt keine einfache Sache. Ich habe selbst schon Kopfschmerzen. Ich werde jetzt mal eine Woche Pause machen und danach kommt es wieder mit einer etwas Abkühlung. Dann werde ich wieder ein paar unterhaltsame Videos machen und dann in ein, zwei Monaten kommt dann die nächste Konzeption. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergiss euren Kommentar natürlich nicht. Und ganz am Ende des Videos müssen wir uns die Frage stellen, wenn Adolf Hitler jetzt noch am Leben wäre, hätte er eine Chance, Massen hinter sich zu scharen, natürlich mit neuen Minderheiten, neuen Feindsbildern? Hätte er die Chance oder gibt es keine Wellen mehr, auf die es surfen könnte?